Hallo und herzlich willkommen bei Bergnomia. Ich bin hier dabei, die Gnome aufzuessen. Ups, falsche Rolle. Nein, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Gnomoria. Ein Bär ist aufgetaucht, direkt vor unseren Toren. Und der gute alte Fimbelfifissel ist schon wieder dabei, diesen Bären zu töten. Und ja, hier haben wir das letzte Mal die Gnome verlassen. Die beiden da oben sind auch schon in Kampf. Stimmung und wir wollen mal gucken, ob die den Bär angreifen. Ich hätte es lieber nicht. Und es scheint auch ignoriert zu werden. Der Bär verzieht sich, nachdem wir unsere mächtigen Fackeln hier gesehen haben. Das war ein unglaublicher Cliffhanger mit einem unglaublich harmlosen Ergebnis. Aber ich meine, es war ja zu erwarten. Die Bären in diesem Spiel sind ja noch das Freundlichste, was wir bisher gefunden haben. Richtige Kuschelbären. So, wir brauchen hier, glaube ich, noch ein paar Fackeln. Hier ist immer so ein bisschen dunkel. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn es da dunkel ist. Aber ich glaube, da kann ich auch nichts gegen machen, dass es da dunkel ist. Denn ich kann auf dem Stockpile leider keine Fackel setzen. Ich könnte da nochmal eine hinsetzen. Hier oben ist ein bisschen Luft. Da bleibt auch ein bisschen Luft. Da können wir auch gerne noch eine hinmachen. Da. Aber so ein paar Ecken, wobei die geht auch. Und da noch eine hin. Und hier unten ist jetzt endlich immer noch nicht fertig. Ja. Da kriege ich zum Beispiel auch nichts mehr hin jetzt. Hier auf den Gang. Also da müsste ich die Stockpiles halt umändern. Möchte ich im Moment eigentlich noch nicht machen. So, ein bisschen mehr Fackelgedöns. So, wir haben letzte Folge nicht einen Gnom verloren. Zwei schwer Verletzte, die wahrscheinlich gerade verhungern und diese Folge beide sterben werden, obwohl wir endlich einen richtigen Doktor haben. Eine Pille quasi. Ach komm, den muss ich auch so nennen. Aber wobei Fimbelfifissel ist auch ein schöner Name. Der nächste Doktor, den nennen wir so. Und da wird der letzte Tisch gemacht, den wir, glaube ich, noch brauchen für die Küche. Oder sind hier noch Aufträge drin? Nein, hier sind gerade keine Aufträge mehr drin. Wir könnten ja natürlich ein bisschen was vorbereiten, wie zum Beispiel ein Bedframe und ein paar Sticks. Kann ich. Ah, eine Tür. Wäre natürlich noch eine coole Sache. Hier vorne drin. Die geht aber, glaube ich, auch so. Die muss man, glaube ich, nicht vorher bauen. Furniture und Door. Wooden Door. Na, geht die so nicht? Die geht wahrscheinlich wegen den Fackeln nicht. Ich denke, hier könnte ich die. Ach, dann nicht. Muss man die vielleicht doch erst bauen? Fragen über Fragen. Keine Antwort. Aber ein paar Picket Fences. Die mache ich aber erst, wenn hier die Küche jetzt auch tatsächlich fertig ist. Sonst breche ich die nämlich nur wieder ab. So, es regnet schon wieder. Schön. Sogar richtig schön. Das Wasser steigt. Lass das hier mal auf. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt so aktualisiert. Aber das sehen wir ja bestimmt gleich. Ach, es geht sowieso weg, wenn ich das hier verschiebe. Schade. Die Frage ist der Brunnen. Was braucht man dafür nochmal? Blöcke und Planken. Granitblöcke. Sollten wir kriegen. Einen haben wir. Die werden ausnahmsweise hier mal wieder gemacht. Da waren wir schon länger nicht mehr. Geschlafen wird. Hier oben, da müssen wir auch immer mal wieder einen Blick drauf werfen. Hier ist nur müde. Müde ist okay. Müde darf man mal sein, auch im Krankenhaus. Bandagen brauchen wir. Hier liegt noch so ein bisschen was. Fünf Bandagen wird gecraftet. Da müssten wir eigentlich. Also da müssten wir eigentlich genug haben. Dann schon jetzt, wenn hier nichts gemacht wird. Nur mal so. Ja, gut. Wir könnten das nochmal machen. Wir haben jetzt ein paar Knochen über. Kein Leder. Ich glaube, da brauchen wir mal einen Lederworker. Den können wir eigentlich noch gut hier oben reinpacken, würde ich sagen. Weil ich da eigentlich einen Carver noch haben will. Aber das können wir dann auch hier. Ja, warum eigentlich nicht? Müssen wir hier gleich mal einen Lederworker noch reinmachen. Aber erstmal beschäftigen wir uns mit der Küche, die noch nicht fertig ist. Manchmal dauert es ein bisschen hier mit dem Arbeiten. Aber sind auch immer wieder kleine Ablenkungen. Das kommt ja noch dazu.
Ich glaube, ich werde einfach noch mal ein bisschen Holz schlagen. Vielleicht sollte ich das hier auch noch mal vergrößern hier. Ein paar mehr Pinienpflanzen. Oder draußen einfach auch noch mal eine Reihe machen. Das könnte man eigentlich tun, ne? Plant Trees. Pinien-Clippings haben wir ja genug. Gehen wir da hin und machen hier noch mal ein schönes Feld. So. Für den einmaligen Gebrauch. Und kombinieren wir das direkt hier mit noch einer Grove. Wie viel? So. So, so. Das noch. Dann haben wir einen kleinen Abschluss. Mit Pinien. So, ich hoffe, wir haben die jetzt nicht wieder alle überfordert hier. Wird direkt kräftig geschuftet. Alles schon gleich bepflanzt. Und hier können wir dann noch ein paar fällen. Und da Feldtrees, genau. So, die drei und die. Ich versuche mich mal hier dran zu halten, nur die eine Sorte zu nehmen. Für die Einheit, damit das hier nicht nochmal vorkommt. Ist ja fürchterlich. Ein Monitor Lizard, aber der wird sich auch direkt verziehen, denke ich. Der soll niemanden beißen. Tut er auch nicht. Der ist ganz lieb. Wo sind die Leichen hin? Puh. Haben die unsere Leichen aufgegessen? Nein, die scheinen tatsächlich mit der Zeit zu verschwinden. Oder sie sind tatsächlich aufgegessen oder umgesiedelt worden. Haben wir was zum Schlachten? Nein. Die Goblins sind futsch. Schade. Die hätten wir doch gebrauchen können. Oder wurden die jetzt schon entknocht hier und verfleischt? Ob die automatisch geschlachtet werden? Ich glaube fast nicht. Wo soll das auch? Ich weiß gar nicht, warum das nicht gelagert wird hier. Warum ist das? Ah, okay, doch, machen sie automatisch. Das ist ja schön. Dann haben sie es hoffentlich gemacht. Trotzdem weiß ich nicht mehr, warum das rot ist. Ich dachte erst, das wäre, weil hier ein Überschuss ist. Aber wir haben auf jeden Fall genug Lagerkapazität für Fleisch. Kann man Fleisch vielleicht nicht außerhalb von Kisten lagern? Wäre das eine Möglichkeit? Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Machen wir direkt nochmal ein paar Kisten. So, hier ist ja auch schon wieder ein bisschen Platz dafür. So, und Säcke brauchen wir wohl nicht für Fleisch. Haben wir hier schon Wasser drin? Ne, nur ein Dreckklumpen. Den kriegen wir auch nicht weg. Ich hoffe, das hat keinen negativen Einfluss. Oh. Keinen negativen Einfluss hier auf. Das so. Warum jetzt? Die machen immer alles zuerst, was man nicht möchte, ne? Also im Grunde machen sie immer das Letzte, was man anordnet, zuerst, wenn ein Teil davon fehlt. Denn jeder neue Fehleintrag wird halt als erstes eingereiht, weil es anscheinend am dringendsten ist. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Muss man halt nur nutzen. So, kommt Leute. Haut rein. Wir brauchen die Küche. Schnell. Und den Brunnen. Ich hab, also irgendwas klemmt hier noch. Oder, jetzt machen sie die Crates für Table, wird alles nach hinten geschoben. Da ist die tatsächlich erst noch welche wegmachen. Ach Mensch. Wir haben doch zwei Craft Dwarfs und zwei Woodcutter. Also die sind gerade mit Shopping Tree beschäftigt. Das reicht, glaube ich, wenn das einer macht. Da machen wir hier nochmal einen Crafter. Gehen wir so ein bisschen zu zweit. Was tun können. Kann ja nicht sein, dass das so lange dauert. Das Trinken wird echt wenig. Wir werden hier gleich sterben. Warum wird hier nicht destilliert? So, ich glaube, wir müssen einen Notfallplan einrichten. Das wird sonst nichts. Wir brauchen eine Profession, die jetzt nur braut. Wir
müssen hier jetzt mal ein bisschen umsiedeln. Ja, den Dock brauchen wir natürlich trotzdem. Zwei Brewer machen wir uns jetzt. Achso, hier hätte ich jetzt natürlich auch alles ausschalten müssen, außer Getränken machen. Mistcraft. Pottery, nein. Hi, wo war das? Agrikultur ist das drunter, glaube ich. Brewing, genau. So, das sollte jetzt hier auf der Stelle grün werden. Brewing 11. 21. Ja, 4. Nicht so interessant. 9 auch nicht. Na, zu viel rumgeklickt. Zu viel rumgeklickt. Pia kann wahrscheinlich auch noch nicht. Hat gar kein Brewing. Der Ranger. Macht er noch Brewer dazu. So. Jetzt muss ja eigentlich auf jeden Fall gebraut werden. Hier müssen wir alle Jobs mal canceln. Es regnet schon wieder, das ist schön. Hier soll jetzt tatsächlich nur mal Getränke und solche Sachen hergestellt werden. Ich bin fast versucht, das hier wieder abzubrechen. Damit der Brunnen zuerst gebaut wird. Sonst haben wir keine Bauaufträge mehr. Ah doch, die Torches. Weil die auch nochmal verschieben. Wo waren da noch welche? Ich glaube, das waren nur die paar, ne? Die anderen sind schon fertig hier, die hier unten. Wie sieht es im Krankenhaus aus? Die sind am Schlafen, leben noch. Ja, es hilft nichts. Da wir so viel Essen über haben, müssen wir die Küche nochmal verschieben. Und setzen den Brunnen nochmal ganz neu. Bild. Workshop, Food, Drink, Well. Oh, ich hoffe, das reicht. Wie viel Wasser war hier drin? Immer noch 11, da hat sich nichts mehr getan. Da hinten ist noch nichts drin, nein. Also nur das Loch scheint nicht zu klappen. Warum auch immer. Vielleicht, weil da noch Dreck drin ist, der nicht abgetransportiert wurde. Oh nö, da ist auch noch Dreck drin. Dann scheint es nur einfach lange zu dauern. Aber so oder so ändert es nichts daran, dass wir jetzt ganz dringend hier Flüssigkeiten brauchen. Bitte baut mir das jetzt. Ich werde hier alles andere jetzt mal canceln. Das gehört alles nicht dazu. Wer macht das denn überhaupt? Ah, da brauchen wir nur Planken, kann das? Da brauchen wir vielleicht gar nichts aus dem. Ah, das Problem könnte sein, dass wir gerade keinen Miner haben. Ah, ich Depp. Okay, wobei eigentlich müsste dieser Craft-Clone auch Steinarbeiten mit drin haben. Ah, kein Masonry. Okay, da liegt der Fehler. Deswegen wird der Boden nicht fertig. Der Block kann nicht hergestellt werden, weil da keiner die Aufgabe für hat. Drin ist er aber, ne? Ah, da liegt aber ein Granitblock. Kein Constructor, doch den Builder, den haben wir doch auch zurzeit nicht. Doch da. Howling Construction. Das sollte funktionieren. Also eigentlich steht diesem Brunnen nichts im Wege. Ich überprüfe nochmal einmal ganz kurz hier, was der kostet. Wir brauchen 4 Blöcke, wir haben einen. 4 Planken, wir haben 6. Okay, nee, dann liegt es tatsächlich daran, dass hier keiner geblockt hat. Oder dass zu viel geblockt wurde, zu wenig geblockt wurde. Daran, dass keiner den Auftrag hatte, Masonry zu betreiben, weil wir keinen Miner hatten, sondern nur Craft-Gnome. Aber eigentlich müssten wir 2. Ich hatte hier, glaube ich, den Blacksmith hier und genau Mining dazu gegeben. So ist die Lücke entstanden. Müssen wir vielleicht doch mal einen machen. Okay, jetzt gibt es auf jeden Fall 3, die das können.
kann er auch Craft Gnome bleiben. So, jetzt müssen wir nur alle wieder aufwachen. Dann können wir aber auch in der Tat jetzt hier die Küche schon wieder neu machen. Ah, ich mache es jetzt erst eins nach den anderen, auch wenn wir jetzt kein Holz brauchen. Wir können ja Planken schon mal auf Vorrat machen. Zumindest auf dem einen. Ah. Doch. Ja, Granit haben wir auf jeden Fall noch. Daran liegt es nicht. Ah, jetzt wird auch hier geschuftet. Da kommt einer und baut. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Gehen wir doch schon mal hier hin und machen die Küche. So. Die sollte eigentlich auch nicht lang dauern. Dann jetzt. Ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen viel Farben für die Anzahl an Gnome. Eventuell werde ich hier auch noch mal so ein bisschen verringern, zumindest. Die beiden hier mal kleiner machen und das. Marktplatz wollten wir auch noch machen. Ist auch noch in Planung. Es gibt aber immer viel zu tun inzwischen hier. Ich hatte sonst immer eher das Gefühl, ja, was machst du jetzt hier überhaupt noch? Aber hier wird man ja überhaupt nicht mehr fertig. Sehr gut. Gefällt mir. Gnomoko ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel, was Early Access-Spiele so angeht. Im Gegensatz zu anderen Spielen, die ich schon mal angefangen habe, auch weiterspielen wollte und das eventuell nicht machen werde. Weil sie dann vorzeitig mit einer 1.0-Version als released und fertig deklariert wurden. Nein, bei Gnomoria, also die Zeit, es läuft zwar schon sehr lange. Also ich glaube, ich habe den Early Access vor anderthalb Jahren oder länger gekauft. Und aber es kommen auch stetig immer Updates. Kleine Sachen und es dauert, aber sehr solide, finde ich, bisher. Muss ich sagen, macht Spaß. Haben wir jetzt lang genug geplaudert, damit hier der Brunnen fertig ist? Juhu, ein Brunnen! Und der Trinkenzähler geht hoch. Juhu! So, well, das access to water. Okay, der scheint zu funktionieren. Das heißt, lagern die jetzt hier auch Wasser? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier sollte aber Getränke. Hier sollten Getränke gelagert werden. Auch Wasser. Nö, kein Wasser. Aber ich glaube, es zählt auch einfach nur nicht dazu, sondern wird dann benutzt für Tee oder so. Aber Tee macht man aus Pilzen, oder? Eben gucken, ja, aus Pilzen. Wasser dient, glaube ich, tatsächlich einfach nur so als Ersatztrinken, wenn nichts anderes mehr da ist. Ja, cool. Jetzt mal abwarten, ob das hier sich noch füllt. Dann haben wir auch einen Brunnen Indoor. Können wir jetzt hier die Planken auch verplanen. Ach komm, ich mach mal eben noch die Küche fertig. Ah, hier in die Kiste, mit der Kiste, das hat auch funktioniert. Jetzt wird das Fleisch endlich mal gelagert. Und das scheint sich auch sehr lange zu halten, denn hier liegt noch das ganze Jagdmeat. Da brauchen wir also auch keine Sorgen haben. Das ist doch super. Ganz schöne, ganz tolle Neuigkeit. Freut mich. Freut mich wirklich sehr. Küche fertig machen. Dann können wir jetzt auch die Brewer wieder allgemein einteilen. Natürlich super vergessen, was die überhaupt gemacht haben. Vielleicht lasse ich einen auch als Brewer. 5 Farmer ist ein bisschen viel, oder? Ich glaube, Thomas war auch der Ranger. So, was hatte ich für hier eigentlich geplant? Ich glaube noch nichts Großes, das habe ich nur vorsorglich schon mal eingerichtet. Ja, hier wird das Messer, glaube ich, gerade gebaut. Dann wäre die Küche auch fertig. Dann brauchen wir noch Lederarbeiten, Schmied, Händler. Den Händler machen wir, glaube ich, als nächstes, damit wir dann da mit den Jacks mal wieder. Obwohl, vielleicht auch erst die Karre, damit wir auch was haben zum Handeln. Wir haben bis jetzt nur eine Statuette mal hier gebaut. Die steht hier hinten. Die wird man wohl verhandeln können, aber ich weiß nicht, ob wir dafür Jacks kriegen. Leider kein Plan, was so die Preise hier hergeben. So, ein bisschen Training teilen wir auch mal wieder ein. Langsam müssen wir auch wieder ans Militär denken. Die letzten Goblins sind schon etwas länger nicht mehr da gewesen. Könnte sein, dass hier bald mal wieder was auftaucht. Und dann wollen wir auch noch hier in die Höhle.
und da aufräumen. Aber da warte ich halt auch noch mal eben, bis ich es geschafft habe, hier Waffen herzustellen. Die Küche ist fertig. Super toll. Ah, wir brauchen erstmal Sausages. Brot können wir auch backen. Machen wir auf. Dann machen wir erstmal Wurst. Immer so, dass, sagen wir, 7 Wurst da sind und 7 Brot. Und dann machen wir ein Sandwich. Machen wir Sandwiches daraus? Direkt 7. Okay, sagen wir nicht. Omelette. Ich weiß nicht, ob das einzeln auch gut ist. Machen wir 10. 10 und 8. So lassen wir das laufen. Die Farmer sollten auch die Köche sein. Da müsste also bald einer arbeiten. Wäre eventuell schon interessant, eine zweite Küche direkt einzurichten. Aber erstmal wollen wir jetzt noch Leder, Stripe und sowas haben. Ich fange mal an mit den Kabern. Die, wo platziere ich die denn hin? Mach noch einen extra Raum. Oder machen wir die hier irgendwo noch dran? Ich meine, das hier kommt ja bald weg. Hier brauchen wir noch 3 für... Na, hier könnten wir den noch reinbauen. Dann fangen wir mal mit Woodcarver an. Einmal drehen. So. Und dann direkt auf die nächste Schmiede. Überhaupt mal ein Smelter zum Einschmelzen von den alten Sachen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir machen erstmal den Blacksmith hier. Gut. So, das sind unsere nächsten Ziele. Damit haben wir diesmal eine ruhige Folge gehabt. Keine Kämpfe, aber... Wir sind wieder im grünen Bereich, was Wasser angeht, denn wir haben einen Brunnen und auch endlich eine Küche. Hier liegt schon das erste Toastbrot, wird kräftig gekocht. Bald kommen noch Würstchen dazu und dann machen wir Sandwiches. Dann gibt es eine Party. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Schumbock.